Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ich habe die Quest dann doch nicht angenommen, wo ich meinte in der letzten Folge, dass wir uns die angucken, beziehungsweise dass wir die machen, weil es waren doch drei Gruppen mit 36 Fernkämpfern und da hatte ich dann doch keinen Bock drauf. Ich habe mir überlegt, dass wir uns jetzt erstmal gut vorbereiten. Hier müssen wir auch ein bisschen was machen. Und zwar wollte ich hier noch eine zweite Möglichkeit der Bekämpfung reinbauen. Weil wenn wir jetzt mehrere Angriffe haben oder einen Angriff, wo wir sehen, okay, das wird jetzt mit den Fallen alleine nicht reichen, dann könnten wir hier halt ein Feuer legen. Oder wenn wir 100% wissen, okay, das wird nicht laufen. Dann können wir hier ein Feuer legen und ja, sollte dann eine Boomer Loop durchlaufen, allerdings haben wir ein Problem. Ja, das war es aber auch schon. Also nur eine Boomer Loop oder irgendein Vieh, was Feuer macht, wenn es tot ist, sage ich mal, könnte da problematisch werden. Aber es sind ja wirklich wenige. Also das sind ja diese Ratten und halt die Boomer Loops. Aber sonst eigentlich nichts, ne? So, was Bauen angeht, sind hier eigentlich genug momentan am Machen. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Chloe könnte das übrigens auch noch tun. Theoretisch. Machen, können wir mal eine 3 reinmachen. Ne, das geht mich relativ schnell hier. Und ja, das habe ich mir überlegt, weil, wie gesagt, das wurde dann erwähnt. Ich habe das gar nicht so richtig realisiert. Und genau, was ich glaube ich auch noch nicht gemacht habe, ist, dass ich hier die Priorität verändert habe. Weil wenn man zwei Lager hat, wo was gelagert wird, dann... Das habe ich schon auf kritisch gemacht, okay. Dann kann man mit der Priorisierung das verändern. Hier zum Beispiel... Hier passt extrem viel rein dafür. Ah nee, hier kommen... Ah nee, das ist das... Ah, nee, 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 hat sich erledigt. Ich dachte, da passt mehr rein. Aber da passen ja insgesamt 6 Stacks rein. Alles gut. Gut, auf jeden Fall müssen wir noch mehr davon herstellen. Ich weiß gar nicht, ob der das Ding hier das machen kann. Der Fabrikor. I don't know. Na egal, wir werden auch so noch... Oh, insgesamt 20 haben wir mittlerweile. Die müssen wir vielleicht loswerden. Mal gucken. Schauen wir mal. Aber das hier ist schon sehr gut, dass wir zwei Bäumchen haben. Da kommen wir wahrscheinlich schon mit einer guten Menge an Müll klar. Gut, außerhalb uninteressant. Mit den Schweinen sind wir auch bald durch. 7 Tage sind das noch, die wir da durchhalten müssen. Da habe ich auch ein paar Dinger hingesetzt, weil die vermehren sich halt. Und eigentlich, wenn die weg sind, werden aber eventuell die Schweine hier, die kleinen, werden eventuell nicht weggehen. Weil die sind Melidianer. Die hier, wir sind auch Melidianer gerade. Nee, das hat damit nichts zu tun. Menschenjagendes Rudel. Oh. 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 Ah. Ich habe eine Idee. Ich habe die Idee. Die Idee, Leute. Die Idee. Übrigens hat Locke seine Sachen da wieder bekommen, die genau die Gene. Da können wir ihn entweder, ich glaube, ich nehme einen anderen, der soll dann auch so einen Sarg kriegen und weil Locke kann mittlerweile so verdammt schnell seinen Todesschlaf beenden, das ist überhaupt kein Problem mehr. 2 Tage, 2,5 Tage ist er weg und dann wieder volle Leistung und total stark. Ne, und wir haben Genpaket, haben wir eh genug, weil der hier wird nicht wirklich verletzt. Gut. Auf jeden Fall haben wir hier 41 Kobras. Ist an sich nicht schön, aber da ich das hier ja gerade vorbereitet habe schon, wobei das ist nicht ausgeprägt genug. Aber das hier könnte schon hilfreich sein. Und mit Chloe können wir gleich was machen. Weil ich dachte, wir haben jetzt nicht genug Zeit, aber da Chloe ja Feuer speien kann, wird die das jetzt ein bisschen anders machen. Und zwar, die wird sich nicht umkleiden. Die wird gleich hier ein Feuer legen.
So, und du wirst mal eben zurückfahren. Ah, nee, das Feuer kann sich gar nicht ausbreiten, glaube ich, ne? Nee, nach hinten auf jeden Fall nicht, leider. Wobei doch, eigentlich schon. Glaube, wir brauchen das gar nicht, das Feuer. Aber ich möchte es ausprobieren. Ja, sehr schön. Erwischt leider nicht alle, aber ein paar. Und der Macher, das, ja. Er hat sich geopfert. Das Problem bei Kobras ist, dass wenn zu viele durchkommen, können die ein paar Hits landen. Und damit dann die Leute vergiften. Und dadurch können die sterben. Und das wäre nicht so gut. Aber das hier, das ist schon wirklich eine nette Sache. Geht auch von selber aus mit der Zeit. Sag mal, könntet ihr eventuell euch mal entscheiden, wo ihr hin wollt. Wollt ihr jetzt die Menschen hier killen, die hier unten stehen, oder wollt ihr irgendwas anderes machen, oder ich check das gerade nicht. Wo will der eigentlich hin? Ach, der macht auch. Ach so, das ist ja geil. Der ist ja nice. Der verarbeitet die auch gleich. Wie gut ist er denn? Oh, ich liebe dich. Oh, ist der gut. Guckt euch das an hier. Der ist ja genial. Und das Feuer ist auch schon gelöscht. Also, das können wir öfter machen. Das ist wirklich eine tolle Sache hier. Leider nicht ganz so effektiv, wie ich mir es erträumt habe. Egal. Aber trotzdem hilfreich. Das können wir auf jeden Fall machen. Und was die Schweinchen angeht, da müssen wir mal gucken. Wie weit sind die denn eigentlich? Also wie lange haben wir hier noch? Das ist es nicht, aber bei Quests, genau. Ein Herz für Schweine, da kriegen wir dann Kline. 5 Tage noch. Ja, Kline. Wir können uns mit Kline auf Kline auch schon mal so ein bisschen vorbereiten. Übrigens können wir hier auch wieder frei machen. Dann sehen wir auch gleich ungefähr, wie viel Verschleiß wir haben. Geht nicht viel. Oh ja, das ist auch ein Problem, wenn hier der Blitz einschlägt. Da müssen wir hier auf jeden Fall mal eben kurz gucken, dass wir da das Dach erweitern. Ja, ich denke, so können wir das machen. Die Frage ist natürlich, wie unattraktiv ist das jetzt hier eigentlich für die Gegner? Das ist halt so die Frage. Aber mal gucken. Das werden wir sicherlich bald rausfinden können. Allgemein bin ich guter Dinge, was die Schwierigkeit angeht. Weil wenn wir jetzt schon solche Quests bekommen, die uns theoretisch. Also das hätte uns nicht nur theoretisch gekillt, das hätte uns gekillt. Da bin ich
mittlerweile der festen Überzeugung. Und warum hat er immer noch sein Ding an? Nee, jetzt nicht mehr. Die brauchen immer so lange, sich umzuziehen, ne? Und laufen dann irgendwie eine Weile nackt rum. Also der hat zum Beispiel kein Hemd an. Wir haben doch noch Hemden, oder? Ja, ich habe sogar neulich Hemden hergestellt. Dann halt nochmal. Also zwei können wir nochmal machen, weil so vorsichtsmaßnahmenmäßig. Aber das ist einfach heftig hier. Also der Fabrikor, der ist wirklich super. Der kümmert sich um alles. Perfekt. Das ist einfach perfekt. Wobei, gut, Joints, da macht auch viel. Und wir haben Echsenleder. So, aber das sieht doch erstmal ganz gut aus hier alles. Ich sehe hier manchmal so Events, wo ich mich einfach frage, was stimmt mit den Leuten nicht. Hier kam gerade eine Karawane durch. Beziehungsweise zwei Leute, die aus unerfindlichen Gründen den Puma angegriffen haben. Aber ich glaube, der Puma hatte Hunger und hat deswegen die angegriffen. Das könnte ich mir vorstellen. Wir könnten den ja theoretisch retten, ne? Weil der da macht das anscheinend nicht. Wir müssen den auch vor Ort retten, denke ich mal. Hätte ich vielleicht einen anderen nehmen sollen. Der besser in Medizin ist. Okay, machen wir das so. Zwei. Eins. Sieben, sechs, fünf, vier. Na? Überlebt das? Oh, der überlebt das. Tatsache, ich habe ihn gerettet. Das lief ja gut. Ich denke wirklich, dass der Puma einfach nur Hunger hatte, hat die dann angegriffen, weil die auf der Durchreise waren und deswegen haben die sich dann gewehrt. Und, aber da stand halt Puma rächt sich, deswegen dachte ich, hä? Und wir haben einen Mech-Cluster mit Rauchgenerator. Genau, das ist die zweite Info, die ich noch mit euch teilen wollte. Übrigens habe ich mir überlegt, wisst ihr, wer richtig krass wäre, eigentlich, als Sanguifrage, ist Locke. Ich meine, der hat eh schon viel Schaden im Nahkampf, wobei der ist überschrieben dann, ne? Aber der ist robust. Na gut, das ist genau das Gleiche. Es ist im Endeffekt eine verbesserte Version von dem. Also Sven wäre eigentlich eine gute Variante, weil er kann nicht krank werden, alles ist trotzdem noch so stark wie vorher. Also wir könnten das eigentlich machen. Ich mache das bei Sven. Du bist jetzt mein neuer Dude hier. Gene implantiert. Muhahaha. Jetzt brauchen wir allerdings einen zweiten Sarg. Der dann ebenfalls zwei Teile braucht hier. Ne? Der muss ja wieder da dann rangedümmelt werden. Das müssen wir machen. Wie lange braucht Sven Ulrich jetzt? Na, 2 Tage. Ist okay. Können wir 2 Tage mit dem Rauchgenerator noch aushalten?
Ich denke schon. Und dann gehen Sven Ulrich und Locke auf ihren... Wobei, wir können den Todesschlaf auch mal eben starten. Dann kann er gleich wieder rausgehen. Sobald Sven Ulrich dann fertig ist, dann haben wir das an mich auch gleich fertig. Weil das dauert ja nur 2,5 Tage hier. Wenn ich jetzt sage, sofort aufwachen, ne, 2,5 Tage. Easy. So, die beiden sind dann für ihn hier und der wird für Sven Ulrich. So, dann haben wir das nämlich auch schon fertig. Gar kein Problem. Und Sven ist eh schon krass gewesen, weil der hat C als, deswegen ist er eigentlich eine sehr gute Variante, weil der ist C, der ist eh schon sympathisch, sozial kriegt er jetzt noch hoch durch das Teil, ne, durch Sangophage. Und... ja, das schnelle Denkvermögen wäre noch schön gewesen, aber das, ja, ist halt so. Ne, trotzdem. Kräftiger Kiefer. Na, egal. Gut, haben wir einen guten Nahkämpfer. Wie gut ist er jetzt eigentlich im Nahkampf? Oh, 15, lecker. Das ist wirklich nicht schlecht. Kann er das auch gut lernen? Nee, weil er dumm ist. Globaler Lernratefaktor. Aber wir könnten theoretisch einen Prozessor einbauen. Da gab es mir irgendwo einen im Angebot, ne? Na, ist ja auch egal. Machen wir auf jeden Fall. Sven ist jetzt Sangophage. Nicht der Schlauste. Xenokeim. Ist doch mal zwei. Egal, Schock durch Genverlust, ein Tag, also das müssen wir sowieso abwarten. Hier müssen wir auch kurz abwarten und vor allem das Koma müssen wir auch abwarten und dann werden wir den Rauchgenerator machen. Da bin ich mal gespannt, was da so rumkommt, weil das sind halt Mechanoiden, also Mechanoiden-Cluster, müssen wir mit Nahkämpfern arbeiten. Ist, glaube ich, so das Sinnvollste eigentlich. So, während wir Xavier dabei beobachten, oder Javier wird das, glaube ich, ausgesprochen, wie er die Karte verlässt, und ich hoffe, wir bekommen dafür auch was, weil ich wollte euch nämlich zeigen, warum sich das lohnt, hier den Leuten zu helfen, wenn man sowas sieht. Währenddessen guckt man nochmal kurz bei Locke vorbei, der ist mit dem Todesschlag schon fast fertig, das ist einfach irre, wie schnell das geht. Also wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, so zwei Teile daneben, und ich muss auch sagen, eine Gruppe unterirdischer Insektenkokons hat den Geruch bla bla. Ach, schon wieder? Ich glaube, wir müssen die wirklich mal entfernen hier. Gut, dann müssen wir uns mal eben kurz hier... Können wir den eigentlich schon aufwecken? Nee, wir lassen das. Wir machen das gleich. Wenn Locke ready ist. Wir haben sowieso hier gerade keine Giftmüllpakete. Auch wenn der sich gerade auflädt. Der muss sich ziemlich oft aufladen, habe ich das Gefühl. Nee, egal. So, da warten wir jetzt noch eben ab. Dann machen wir die hier. Wobei, das werde ich wahrscheinlich nicht aufnehmen, weil das ist eigentlich öde. Ich werde die hier vorne einfach ranstellen, werde die kurz wegmachen. Und dann werde ich wahrscheinlich die Giftmüllpakete auch mal irgendwie wegschaffen. Naja. Aber hier, genau, haben wir ja gerade das Problem, dass wir die ganzen Giftmüllpakete durch den Regen verlieren. Egal, müssen wir gleich mal kurz gucken. Da, 50 auf 70. Also 20 Punkte haben wir gekriegt. 20 Punkte mal eben. Einfach dadurch, dass wir den gerettet haben. Ist doch genial. Ach ja. Stimmt, da wollte ich noch was machen.
Ich wollte mich mit der einen Kolonie noch anfreunden. Egal. Wie lange braucht Locke noch? Na, den können wir eigentlich aufwecken, oder? Ja, 2,4. Das können wir eben noch abwarten, ohne dass ich einen Cut machen muss. Wobei, wisst ihr was? Mit der Rauchfalle machen wir beim nächsten Mal. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder relativ weit. Aber wir machen hier die Insekten noch. Die Insekten machen wir noch zusammen. Dann machen wir das nämlich. So, 2,5 Tage. Man kann übrigens auch automatisch aufwachen, habe ich gerade gesehen. Ja, auf jeden Fall Locke ist startklar, Sven ist startklar. Super. Finde ich toll. Und wir haben mittlerweile richtig gute Rüstungen hier. Seht ihr das? Wie viele tolle Rüstungen wir haben schon. Genial. Einfach genial. Sven braucht aber wieder seine Waffe hier. Die habe ich ja kurz ablegen müssen. Warum wird die nicht angezogen? Was soll denn der Scheiß? Das ist eine Marinerüstung. Bist du irgendwie besoffen? Aber wirklich? Da oben. Verstehe ich irgendwie auch nicht, warum er das andere nicht angezogen hat, aber never mind. Gut, das hier wird jetzt recht interessant mit denen. Da werden wir die anderen auch nicht nehmen, die. Wir müssen das eben kurz vorbereiten. Sven und Locke. Und ich würde sagen, Sun. Sun geht dann gleich rein. Chloe steht hinten. Die beiden ebenfalls, die beiden ebenfalls. Die anderen beiden werden hier in der Nähe sein. Doctus braucht unbedingt noch einen Schildgürtel, das sehe ich gerade. Stimmt, da hatte ich noch keinen. Müssen wir eben reinmachen. Weil ohne geht gar nicht. Ohne kannst du das ja richtig vergessen. Ah, ist das ekelhaft. Da kommen sie alle. Aber das Gute ist, die haben nicht hier so viele Möglichkeiten anzugreifen. Es ist immer nur einer. Das ist recht gut. Deswegen ist das hier auch so effektiv mit den Mauern. Aber gleich wird die Mauer kaputt gehen wahrscheinlich. Shuttle ist eingetroffen. Dann kriegen wir auch gleich einen neuen Kolonisten. Auch cool. Das Schöne ist, Sven kann nicht an Verblutung sterben. Und das ist so geil bei einem Nahkämpfer. Und wir haben keine Kolonien hier. Das finde ich auch ganz schön. So. Sun kann wieder laufen, das ist schön. Das freut mich doch. Aber jetzt haben wir mal Sven so ein bisschen in Aktion gesehen hier. Guckt euch das an. Wie viel der abgekriegt hat. Stört den überhaupt nicht. Super.
Super, das freut mich. Und wir müssen jetzt unbedingt die Schweine wegbringen. Brauchen wir uns um die nämlich auch nicht mehr kümmern. Warum braucht ihr denn eine Rettung? Egal. Auf jeden Fall hat er keine. Trage Schnuffler, trage Moxie, weil irgendwie scheint es hier gerade ein Kommunikationsproblem zu geben. Und wir haben Schweine umsonst bekommen. Das ist genial. Aber auch nur, weil die so viel rumvögeln. Inhalt, besaß, sage, da. Wir müssen jetzt alles weggeschickt werden. Quest abgeschlossen und Kline schließt sich an. Perfekt. Party der Tiere. Kunst, Medizin, Fernkampf, Konstruktion. Kannibale und Abstinenzler. Also durchaus ein guter Charakter. So, ein Herz für Schweine haben wir abgeschlossen. Wir haben auch gratis Schweine bekommen, nicht gerade wenige, die wir eigentlich auch verkaufen können. Das könnte man definitiv machen. Da kriegen wir, glaube ich, dann auch ganz gut Geld für. Und wir können mal eben kurz die Pakete wegschicken. Die Giftmüllpakete. Ja, da haben wir ja momentan ganz gut welche von. Ups. Die sollten wir eigentlich mal loswerden. Zumindest bis wir so ein paar Sachen fertig haben, dann können wir das durchaus machen. Aber ja, Sven Ulrich war, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass wir den genommen haben. Also, der hält ja durch C verdammt viel aus, ne? Das ist ja mit dem anderen noch robust verbunden. Das heißt, der kannst du draufkloppen wie ein Bekloppter und der fällt einfach nicht um. Deswegen, das ist schon wirklich ein toller Trade. Allerdings zeigt es uns auch, was die guten Trades sind. Genau, da können wir mal eben drüber sprechen. Wer das nicht hören möchte, so ein bisschen viel Recrafting, der kann ausschalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ist jetzt so das Endding hier von der Folge. Das Endsegment. Und ja, wir gucken uns mal eben kurz die Trades an, die wir ganz am Anfang gewählt haben. Wir haben ja sicherlich noch jemanden mit diesen. Ja, Joshua war das. Argeox, genau. Argeox war der Anfängliche. Starker Magen, schnelles Denkvermögen, sehr glücklich und sehr schneller Läufer und mental taub. Und halt die anderen Dinger hier. Also sehr glücklich und sehr schneller Läufer ist immer noch sehr, sehr stark. Starker Magen finde ich auch gut. Könnte man allerdings durch ein Bio, so ein Bionik-Teil eigentlich ersetzen. Außerdem, wenn man guten, ne? Man kriegt ja nicht wirklich Lebensmittelvergiftung. Eher selten. Also es geht, was heißt selten, aber man kann durch die Mechanoiden ja eh relativ schnell das dann ersetzen. Schnelles Denkvermögen ist sehr gut. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber andere Traits, die ich mittlerweile zu schätzen gelernt habe, die haben wir durch Sven Ulrich nämlich zu schätzen gelernt, sind vor allem einer, und zwar robust. Also das ist wirklich ein verdammt guter Trade. Der ist verdammt gut. Viel Schaden im Nahkampf finde ich ebenfalls toll. Aber hier haben wir schneller Läufer. Wäre vielleicht mal eine Option, wenn wir uns das andere nicht leisten können. Aber da haben wir auch schon metabolische Effizienz gleich minus 3.
Und also Todesschlaf, muss ich sagen, ist auch gar nicht so schlimm. Also ich dachte, das wäre schlimmer, aber wenn du die beiden Dinger da hingebaut hast, das ist ja, das geht so schnell. Allerdings, wenn dann ein Angriff kommt, hast du gelitten. Was Mechanoiden angeht, bin ich noch sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich sie wirklich toll, auf der anderen Seite ist ein guter Kolonist mehr wert, meiner Meinung nach. Und den habe ich noch nicht eingestellt, wie es aussieht. Ne, der. Der glaubt, er könne hier machen. Kann er aber nicht. Aber bei Kunst. Kunst kann er machen. So, müssen wir nochmal kurz einstellen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Zuweisung, ne? Genau. So. Er hat sich nämlich die Rüstung angezogen, das ist nicht so toll. So, perfekt. Was Cleaner angeht, müssen wir noch gucken, dass wir bekehren. Das könnten wir eigentlich auch mal eben machen, oder? Und geht auch relativ schnell. 38%, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oh ja. Das war gut. Dann kriegen wir die auch so, ohne die gefangen zu nehmen, nämlich weg. So, und können wir auch starten. Dann haben wir das nämlich auch schon weg. Das ist auch schon gut. So, haben wir das nämlich auch schon erledigt hier. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Nächste Folge geht es dann ab zu dem Rauchgenerator. Ich wünsche euch was und tschüss.